Oh God. Whoa. Okay, ain't nobody fucking with my click, 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 click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click, 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 click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they B.I.G. Oh God. I tell a bad bitch, do whatever I say. My block behind me like I'm coming out the driveway. It's grind day from Friday to next Friday. I've been up straight for 9 days, I need a spy day. Yep. Porsche, wir bauen Porsche zusammen. Teile sind vom Lackierer zurück. Da sehen wir schon ein bisschen Frontstange. Wir fangen vorne an. Oh, nein, nicht. Ich zeig's einfach jetzt. Wir können ja kein eigenes Video machen dafür. Das ist eine Sache, wo ich weiß, die werden manche von euch nicht geil finden. Aber da scheiße ich drauf. Da scheiße ich drauf, weil hier Mücke Carbon, ja, jetzt mache ich Werbung ohne Ende, weil er hat mir einen Traum erfüllt. Ich wollte immer diese Turbofan-Dinger haben. Aber 21 Zoll Felge. Hat noch keiner gemacht. Sehr, sehr groß. Dann wollte ich Carbon. Und ich wollte, dass in der Mitte das auch so durchguckt und außen auch. Und dann haben wir jetzt hier nur eine Seite Porsche, bei uns ging die weiße Folie aus. Das ist richtig. Auf jeden Fall. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck dir das an! Kacke! Warte, das muss so. Warte, warte, warte. So sieht das nachher aus, ne? Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, wie das nachher aussehen wird. Okay? So ist das dann da drauf. Ich meine, okay, jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber wer das nicht cool findet, der ist scheiße. Guck dir das an. Hier. Zentralverschluss, guckt jetzt da durch. Und der Zentralverschluss ist ja jetzt die richtige Zentral. Also es ist ja wirklich funktional. Es ist ja so wie beim Rennwagen. Dann hier die Carbonfläche, dann die einzelnen Finnen außen. Guck mal hier. Ich freue mich so doll, ich könnte vor Freude in die Hose pissen. Willst du noch einmal hier drauf gucken? Ja. Dann gehen wir über die Karosse. Guck. Wir machen mal eben wieder für die Geschichtsdinger, wir machen mal eben die Originalen rein. Ein paar Bilder aus der damaligen Zeit. Vielleicht ein bisschen klassische Musik drunter? Ja, sehr schön. Ne? So die damalige Musik ein bisschen fühlen, wenn man ein bisschen reinkommt. Wir machen mal eben so ein paar Bilder, wie der Turbo fahren, wie das ganze Ding so entstanden ist. Und bitte? Mann, wie so der große Bruder. Manni, das findet der Papa nicht gut. Der Papa geht dir rechts und links alle auf den Bauer. Auf jeden Fall hier, Felge geil, Turbofan mega geil. Jetzt kommen wir zum Thema Frontwagens des Porsche 911 Turbos. Jetzt sehen wir hier unsere GT3 RS Haube. Okay. Mhm. Wir sehen die GT3 RS Kotflügel. Mhm. Okay. Wir sehen, dass das ganze Ding komplett auseinandergerupft ist. Sieht wirklich aus wie tot. Ist es aber nicht. Was ist so schwierig? Ich habe ja vorhin gesagt, das ist eines der schwierigsten Autos, die wir jetzt gebaut haben. Jetzt sagen manche, John Pellen, das ist aber noch kein schwieriges Auto gebaut. Es ist einmal seelisch schwierig. Natürlich haben wir auch schon schwierige Autos gebaut, wo einfach mehr zu schweißen, mehr zu basteln ist. Aber dieser Kompromiss aus all diesen Sachen, Punkt 1, das Auto hat 1500 Kilometer. Macht es von Haus aus schon schwierig. Relativ teuer und du musst das Ding halt wirklich komplett auseinanderbauen, in der Hoffnung, dass es nachher geiler wird. Jetzt ist folgende Sache nämlich da. Komm mal mit. So, das ist die originale Frontschuhstange von dem 911 Turbo. Jetzt machen wir mal eben wieder einen Test. Joni? Ja? Heb hoch. Ja, das ist schon... Was schätzt du? Ganz schwierig. Ist wirklich scheißen schwer. Das ist schon ein ganz schönes Ding, ja. Genau. Wir haben nämlich hier unten, das hier ist die Spoiler-Einheit,
Die ist mit einer elektronischen Pumpe verbunden, vorne drin, die halt hier rein und raus fährt. Haben wir in dem Video gezeigt. Das Ding klappt so nach vorne. Warte, so. Und das bläht sich hier hinten auf. Da muss also Luft rein. Dafür brauchen wir auch eine kleine Pumpe und einen Kompressor, der das Ganze dann da rein pumpt. Mitkommen. Das ist die Pumpe dafür. Jetzt müssen wir aber dem Wagen beibringen, pass auf, Kollege, wenn du nämlich Sport Plus drückst, macht er automatisch einen Spoiler vorne raus. Ich will aber die Funktion von Sport Plus fürs Autodenken beibehalten, ja, aber der Spoiler bewegt sich ja nicht mehr, weil er nicht mehr da ist, weil wir kriegen nämlich diese Front, eine 991 Cup Frontstoßstange, die wiegt nämlich gar nichts, hat aber dafür keine bewegliche Lippe unten drunter. Das heißt, wir müssen all diese kleinen, diese ganzen kleinen Signale müssen wir rausfiltern oder dekodieren, dass das Auto keine Fehlermotor oder keine Kontrollleuchten anschmeißt, aber trotzdem noch Sport Plus freigibt. Das ist relativ schwierig. Dann Kotflügel dementsprechend anpassen. Lack ist sehr schwierig. Diesen Weiß-Perlmutt-Farbton zu treffen ist Abfuck. Auf jeden Fall können wir hier nochmal schön Fahrwerk sehen. Das Auto ist jetzt vorne sehr, sehr leicht geworden, weil wir haben allein durch die Frontschuhstange, durch Kotflügel, durch Haube, durch den ganzen Kletterdatsch extrem viel Gewicht vorne. Vor allem, wir denken mal so um die 40 Kilogramm. Problematik ist, wir sind jetzt schon ganz unten vom Restgewinde her. Auto geht nicht mehr tiefer, Auto ist hochgekommen, weil Auto vorne ist zu leicht. Dann haben wir hier vom Cup-Auto original den Abschlepper, den Haken, Haube. Müssen wir noch das originale geklebte Logo vorne drauf machen. Das bei Porsche wie viel kostet? 75,99? Ne, 115 Euro, glaube ich. Der Aufkleber. Geil. Ganz tolles Bauteil. Wichtig auch, dass das Original ist. Das ist jetzt soweit die Erklärung von hier nach vorne. Kotflügel, dementsprechend bei diesem, glaube ich, 3,5 cm breiter pro Seite. Dementsprechend haben wir auch die Einpressive der Felgen gemacht. Wir können die mal eben draufstecken. Wir machen mal eben. Porsche hat den Zentralverschluss auch ganz schön gebaut, weil der nämlich so eine Art Schnellverschluss hat. Und ab einem gewissen Punkt geht es nämlich nicht mehr weiter, weil da muss dieses Ding hier eben gedreht werden. Guck mal, können wir hier reinschauen? Wenn das Teil nicht reingedrückt wird, dreht sich nämlich die Mutter nicht weiter. Weißt du das? Ja. Und das gerne versichert dir dann auch, dass du das Rad nicht ganz verlierst. Weil dann würde das nämlich nur so kippen. Du würdest es hoffentlich merken. Und dann die Fahrt verringern, die Geschwindigkeit. Mit dem Ding hier in der Mitte drückst du das wieder rein. Oh. Wie viel Drehmoment eigentlich jetzt genau? Wie viel war das? 300? Das war viel, ne? Relativ viel. Wir mussten extra einen Drehmomentschlüssel dafür bestellen, dass wir die Räder auch hier vor Ort festziehen können. Dazu kommt, wir haben die Räder jetzt extra so machen lassen, dass wenn das Rad unten ist, dass es noch relativ weit drin ist, aber der Turbofan nicht so weit rausguckt. Plus, man kann noch sportlich und schnell fahren. Wir hätten bestimmt noch von der Einpresstiefe, würde ich mal sagen, 7 ET, 8 ET mehr gekonnt. Aber haben wir nicht gemacht. Wasserkühlerpaket, Ölkühlerpaket, all das passt. Das ist alles wie vorher vom 991 Turbo. Nur Stoßstange. Also Vorderwagen hat sich jetzt geändert. Stoßstange, der vordere Träger mit dem angeschweißten Abschlepper. Weil der 991 Turbo hat nämlich so einen längeren Rahmen, der wieder schwerer ist. Wir haben Haube, die sehr leicht geworden ist. Genau, das ist soweit Vorderwagen und beim nächsten Mal, aber es ist jetzt zu kurz, machen wir auch Hinterwagen in einem? Ja, ja, komm. Wie lang sind wir jetzt? 9, ungeschnitten. Machen wir hinten auch noch eben. Aber hinten haben wir noch nicht alles da. Da gibt es dann wieder, das ist ja verzögert, egal. Heck des Kfz. Ganz, 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 ganz heikle Stelle. Weil wir wollen das ja bauen mit so vielen Originalteilen wie nur möglich. Ich kann nicht gar nicht so viel zeigen. Auf jeden Fall, hier kommt der GT3RS Heckdeckel drauf. Den Heckdeckel müssen wir aber umbauen. Da haben wir extra was für selbst konstruiert und gezeichnet. Wir können mal ein Bild reinmachen von der Zeichnung. Pass auf, hier. Genau. Dann seht ihr, dass hier die Ansaugung gewährleistet ist, aber trotzdem die Entlüftung von den Ventilatoren auch hier gewährleistet. Das seht ihr, außen und innen sind nämlich die Strömungsrichtung unterschiedlich. Beim originalen GT3RS ist nämlich alles rauslassend und nichts reinströmend. So, und jetzt kommt es nämlich. Hier sind normalerweise die Stempel für den Heckspoiler drin. Original vom 991 Turbo. Das haben wir jetzt rausgebaut und auch dekodiert. Das heißt, das Auto kommt damit klar, dass der Heckspoiler nicht da ist. Und lässt wieder, wie die Problematik wie vorne, lässt quasi alles frei laufen. So, jetzt. Auspuff ist jetzt in der Mitte.
Ja. Auspuff ist selbst gebaut von Mohr. Ich würde sagen, es ist der beste, wirklich, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil wir können es nicht anmachen. Es wird noch ein einzelnes Video geben, weil ich feiere diesen Auspuffklang so hart. Ihr werdet den auch so hart feiern, das ist unmenschlich. Der beste Klang, den wir bis jetzt gebaut haben. Lautstärke, nicht jetzt, dass man sagt, boah, das ist aber der lauteste. Das ist der beste Klang, das Klangerlebnis ist einfach unbeschreiblich. Flammen, bis dir, da kannst du Hähnchen hinten reinstecken, komm, kriegst du Grilled Chicken hinten raus. Auf jeden Fall, von der Bauart haben wir genommen als Basis ein 997 MK2 Cup Endschalldämpfer. Und dann halt aus den Turboladern raus, dementsprechend rein in die in den Cup-Auspuff. Den Cup-Auspuff von denen auch nochmal so ein bisschen modifiziert, dass das Ganze auch dementsprechend passt. Genau. Die Ladeluftkühler sind offen, weil die Heckstoßstange, die ist auch beim Lackierer. Auf jeden Fall Park-Distance-Sensoren sind auch weg, Heckspoiler ist weg, aber die Rückfahrkamera sollte gehen, weil der Krämer mag Rückfahrkameras unheimlich gerne. Ja, also wieder eine extra Aufgabe, aber Rückfahrkamera geht, Park-Distance-Sensoren gehen aber nicht. Ihr merkt, dass heutzutage das Tuning ändert sich massiv. Es ist eine Mischung aus Elektronik und Handwerk, das Ganze zusammen, und dann wird das halt ein wirklich cooles Auto. Wenn du das nicht beherrschst, bist du am Arsch heutzutage. Also wirklich nur gut schweißen und nur gut GFK oder nur gut Karosserie oder lackieren hilft dir nicht mehr bei den modernen Autos, weil du musst halt einfach dem Auto viele Sachen beibringen, weil sonst geht der Wagen dir nämlich sowas auf die Nüsse, weil er dich nämlich zu Tode bimmelt. Du machst ihn an, Fehlermeldung Parkdistance, Fehlermeldung Kamera, Fehlermeldung Heckspoiler, Fehlermeldung Frontspoiler. Weißt du, und all das, das willst du ja nicht. Und das ist die Aufgabe. Aber wir machen jetzt einen Cut. Geht für euch in einer Sekunde weiter, weil morgen kommen vom Lackierer die restlichen Teile. Dann geht das Video genau an der gleichen Stelle weiter. Vielleicht ziehe ich mich nur um. Okay? Soll ich mich mal ganz schnell umziehen? Pass auf. Zack! So, da sind wir. Das ist krass Bestimmung, ne? Ich weiß ja gar nicht, was für eine richtig gute Laune gerade? Das ist immer gute Laune. Ja, nicht immer. Manchmal habe ich geht so Laune. Aber da war auf jeden Fall gut. Jetzt stehen wir wieder an meinem schicken neuen Kfz. Auf jeden Fall jetzt das Heck dran. Ja, ihr merkt, gezaubert. Es waren sogar ein paar Tage mehr dazwischen, weil wir haben ein bisschen länger gebraucht für einen Teil. Weil der Heckspoiler ist neu modelliert, also diese Form ist etwas flacher geworden. Because no race car, because race car, aber mehr Topspeed. Bei den Saugmotoren bei Porsche ist dieses System von diesem Heckteil so gedacht, dass die Luft nur rausgeht aus dem Heckteil. Da aber Turbo braucht viel Luft, haben wir es jetzt so gemacht, dass der Mittelteil hier ist Ansaugung für den Motor. Die Luft geht hier so durch, dort rein in die Ansaugung, und die Außenkanäle, die sind für diese Lüfter. Ja? Das heißt, hier saugen wir an, und das ist Entlüftung von dem Motorraum, die pumpen Luft wieder raus, dann kann die Luft hier so wieder rausgehen. Die sind genau da drüber, die Lüfter, und das war die Idee dahinter. Jetzt seht ihr natürlich auch hier, dass die Stellmotoren von dem Heckspoiler sind alle weg, und das war nämlich auch ganz krass Aufgabe von dem Ding, dass das Teil keine Fehlermeldung macht, weil ist ja eigentlich ein Turbo. Jetzt ist es aber GT3, wie ihr hier auch schön sehen könnt, Carbon, seht ihr das hier? Die Stellmotoren sind raus, alles ist raus, genauso wie an der Heckstoßstange sind nämlich auch die Park-Distance-Sensoren weg. Wie du sehen kannst, Johnny, ne? Ja, die Silber. No Park-Distance-Sensoren. Und was wir noch sehen ist, wir haben ganz große Löcher in unserem Heck drin. Und zwar hier, die hat der Herr Krämer per Hand geschnitten, und die sind rechts und links genau gleich geworden. Ein kleiner Applaus, Manni. Auf jeden Fall haben wir hier diese Form aufgenommen, dass hier quasi die Ladeluft wieder entweichen kann. Das Schöne daran ist, dass, wie ich finde, wenn du von hinten drauf guckst, hat es schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so original sein könnte. Das Emblem eigentlich jetzt gerade drauf? Ja, das habe ich drauf geklebt, du. In der Firma bin ich dafür bekannt. Alle, nein, kannst du gucken gleich, du Sackgesicht. Ich gehe ganz close drauf. Okay? Alle in der Firma lachen mich nämlich mal aus, wenn ich aufklebe, weil ich das scheiße mache. Und jetzt guck. Okay, das ist okay. Wie, das ist okay? Das ist perfekt! Was hat er gekostet? Willst du das nochmal sagen? Boah. Ey, 60 Euro, Leute. 60 Euro für den Aufkleber. Das ist der Original jetzt. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier das Video, weil ich würde gerne den Porn für dieses Auto wirklich ganz separat für sich machen. Vielleicht sage ich noch kurz vorher Hallo und Tschüss. Das ist auch mal wirklich wahrnimmt, weil das Auto ist so schön geworden. Es ist so, so geil. Geile Sau.
Ihr seht schon, Wagen steht auf der Messe, alle so. Nein, okay, tschüss. Click, 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 click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click.